es wird auch um das Thema Klimaschutz und Vorbereitung von Kopenhagen gehen. Hier vor allen Dingen um die Frage von finanziellen Zusagen. Ich will hier noch einmal hinterlegen, dass ich mit dem Stand der Vorbereitung von Kopenhagen nicht zufrieden bin. Es gibt Fortschritte, gerade von chinesischer Seite, von japanischer Seite jetzt bei dem UN-Treffen mit Ban Ki-moon. Ich muss allerdings sagen, wenn ich mir vorstelle, was bis Kopenhagen noch zu leisten ist, kann uns das nicht zufriedenstellen. Aber Deutschland und Europa fahren hier auch gut vorbereitet zu dem Treffen nach Pittsburgh. Und deshalb ist es sozusagen in der Natur der Sache, dass wenn man die Akteure fragt und bittet, dass sie jetzt die Regelungen machen, dass man dann Antworten bekommt, die natürlich den Akteuren dienen. Und ein Stück weit muss die Politik den Mut haben, auch etwas zu machen, was nicht sofort die Begrüßung aller weltweiten Banken mit sich bringt. Franz Josef Strauß hätte gesagt, man darf einem Hund nicht den Wurstvorrat zur Bewachung überlassen. Soll mehr ziehen. An die Grenzversicherung.